Also wenn Sie kündigen wollen, dann reicht auch eine E-Mail. Was? Ich bin extra mit dem Bus hierher gefahren. 50 Minuten. Ich wohne gar nicht mehr hier, deshalb will ich ja kündigen. Gott, hätte ich das gewusst. Und hätte ich gewusst, dass J.K. Rowling so eine transphobe Bitch ist, hätte ich mir 7 Teile Harry Potter echt sparen können. Aber so ist das manchmal. Jetzt werden Sie mal nicht frech hier. Ich will das jetzt hier vor Ort erledigen. Und wie Sie sehen, streikt der PC gerade. Saftladen. Hm. Dem hast du es aber gezeigt. Finde ich super. Ja, lass dir nichts sagen von den Typen. Hast Feuer unterm Arsch. Ich finde sowas geil. Also nicht bezogen auf den Arsch. Also nicht, auch nicht, aber halt, also ich denke über mehr nach als nur Ärsche. Okay. Ich habe sehr tiefgründige Gedanken auch. Hm. Viel über Gleichberechtigung auch und Probleme. Okay, ja. Theo? Mhm. Ich merke schon, du bist so ein richtiger Rufus-Typ, oder? Rufus? Das ist eine Figur aus meinem Krimi-Roman. Hauptfigur? Nee, ich bin eigentlich Autorin. Das hier ist nur vorübergehend. Okay, aber du weißt schon, dass ich der neue Chef von das hier bin? Ja. Ich finde, ich hatte letztens ein Date. Ist das nicht geil? Wann hattest du das letzte Mal ein Date? Weißt du noch irgendwie so? Egal, jedenfalls war das mit Pierre. Richtig geiler Franzose. Ist das nicht cool? Franzose. Jedenfalls, ich nehme den mit nach Hause, denke, das ist ein cooler Typ, ja? Ja. Bricht er ab und geht, kurz bevor wir loslegen wollten. Ja, weil er eine Freundin hat. Jedenfalls lag da so ein Schlüssel drin. Denkst du, hä, was sind das für Schlüssel? Denkst du, okay, was ist das für Ding? Theo Anders, also, ist der Chef. Okay, der neue Chef. Ich hab dieses Schlüssel von dir und denkst du, was ist denn das? Darf ich mal einen besten Trainer kurz entführen? Okay, aber hey, die Pointe kommt noch. Ich komm gleich. Ja, was war das für ein Training gerade? Ihr habt ja nur gelabert. Es gibt einen Grund, warum uns Gott einen Mund gab, aber zwei Ohren. Ja, aber willst du den ganzen Tag nur zuhören? Also, ich habe schon das Gefühl, dass du für mehr bestimmt bist. Ja, doch, das Gewinnergrinsen, das habe ich doch auch. Pass auf, ich mach's kurz. Ja. Willst du mein Stellvertreter hier sein? Meine rechte Hand. Mein VP. Ja. 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 Was heißt VP? Vice President. Oh, ja. Ist das nicht Manus Stelle? Nee, das kann gar nicht sein. Die habe ich ja gerade erfunden. Also maßgeschneidert auf meinen besten Trainer. Vice President? Vice President. Ich werde dich nicht enttäuschen. Mit so einem besonderen Amt kommen natürlich ganz besondere Aufgaben auf dich. Natürlich. Ja. Ich habe auch direkt eine. Ich mache nur noch schnell das Training fertig. Nee, das machen wir jetzt. Komm. Aber nee, das machen wir jetzt. Den so schnell wie möglich loswerden. Ja, und wie? Einfach meine Hand aus Versehen fallen lassen. Schwupps, Mittelfußbruch. 4 Wochen Bettruhe, das Ding ist durch. Hey, na? Es war echt schön gerade. Ich hatte ein deepes Gespräch mit Theo. Und ich muss sagen, der Kollege hat echt Ahnung von Fitness. Hat er also? Ja. Besondere Skills hat er vorzuweisen in den Bereichen Teambuilding und Leadership. Finn? Ja? Hat Theo dich beauftragt, das zu sagen? Nein. Finn. Mhm. Mann. Was hat mich verraten? Ja, der Typ mit den Skills in Leadership und Teambuilding beobachtet uns mindestens seit einer Minute heimlich. Was für ein Trainer, oder? Der Mann hat nicht nur Ahnung von Fitness, sondern auch von Menschen. Sorry, Mann, ich hab's verkackt. Was verkackt? Wovon redest du? Wir wissen schon. Teambuilding, Leadership. Leute, ich habe das Gefühl, wir haben uns hier alle auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, ich will mit euch zusammenarbeiten, als Team. Ich bin einer von euch. Da fehlt aber noch was. Kann ich nicht anziehen. Wie? Ich dachte, du bist einer von uns. Das passt nicht zu meiner Brand. Theo Anders ist anders als alle anderen. Ja, also ich kann mir keine Uniform anziehen, schon gar nicht in Pipi-Blau. Also bist du doch nicht Teil des Teams. Doch, aber eben als Chef. Und als der muss ich euch auch fragen, habt ihr nicht Kurse, müsst ihr nicht arbeiten? Nee, gerade nicht. Schön, dann lasst uns die Zeit doch nutzen, ja? Hier das Logo zum Beispiel. Das kann ja nicht so bleiben, oder? Ja, das wurde über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg entschieden. Ja, wie so vieles hier. Ja, aber das können wir gemeinsam ändern. Wenn wir zusammen... Moment! Ich hab jetzt einen Kurs. Oh, ich auch. Also ich habe Zeit, wir können gerne Protein schieben.
Was ist denn los? Ich versuche dich anzurufen. Ich dachte schon, ihr streikt wegen dem Neuen, aber da ist auf jeden Fall jemand drin. Hallo? Okay, Leute, wir haben alles unter Kontrolle. Was ist los? Was soll denn der Lärm? Die Perle hat schon seit 45 Minuten geöffnet. Ja, wir sind hier gerade noch busy. Busy? Ja. Die sind einfach busy. Ja, okay. Das Alte mochte die ja nicht so. Manu, ist das nicht geil? Pass auf, das Highlight kommt noch. Darf ich? Das mache ich, finde ich. Ja? Damit sich unsere Mitglieder, wenn sie reinkommen, direkt top motiviert fühlen. Ja, und hier? Die haben wir gemeinsam ausgesucht, als Team. Und um zu zeigen, dass du natürlich auch dazu gehörst, halt mal hin. Steht dir so viel besser, die Farbe. Ja. Er hat recht, Manu. Das ist eine tolle Farbe. Warum machst du bei so einem Quatsch mit Finn? Manu, als VP stehe ich voll und ganz hinter Theos Entscheidung. VP? Vice President. Seit wann bist du Vice President und was ist es überhaupt? Seit Theo mich dazu ernannt hat. Und wer bin ich dann? Manu. Okay. Sie müssen sitzen bleiben. Ja. Manu, könnte ich dich kurz sprechen? Ich habe gerade eine Trainingseinheit. Ich dachte, du arbeitest hier. Das mache ich auch. An meiner Figur? Ja, also, ich habe das Gefühl, dass du mit den Sachen, die ich hier angestoßen habe, so ein bisschen fremdelst. Du trägst ja auch noch das alte Shirt. Dinge angestoßen, du hast Finn meinen Job gegeben. Das ist doch nur irgendein Titel, der sich gut anhört. Sag's ihm. Was sagen? Schneller, Ezra. Was sagen? Eigentlich sollte Manu deinen Job bekommen. Ezra. Nur Raimund, der alte Neandertaler, denkt, dass Frauen nicht in Führungspositionen gehören. Nee, daran lag's bestimmt nicht. Woran dann? An deinen Skills in Leadership und Teambuilding? Manu, du musst mal kommen. Andresen ist ein Wutbürger, der sagt, er würde gerne den Chef sprechen. Tja, aber der Chef ist ja jetzt jemand anderes. Theo, dein Typ wird verlangt. Am Tresen. Du, Detlef, tut mir leid, aber ich kümmere mich drum, ja? Theo Anders, ich bin der neue Chef. Was gibt's? Ich hab hier alles unter Kontrolle, Theo. So, Detlef, bitte, erzähl uns doch noch mal genau, was passiert ist. Genau. Ich hab gekündigt. Mhm. Per E-Mail. Einen Moment. Per Mail, ja? Ja, genau wie sie gesagt hat. Mhm. Und? Ich hab keine Bestätigungsmail bekommen. Bin ich nun gekündigt oder nicht? Ich hab doch gesagt, das dauert manchmal etwas. Ja, aber heute ist der erste des Monats, da verlängert sich mein Abo automatisch. Ja. Aber du hast doch gekündigt. Ja, ich habe aber keine Bestätigungsmail bekommen. Moment, ich bin gleich wieder für dich da, Detlef. Wieso braucht er eine Bestätigungsmail? Reicht die Kündigungsmail nicht einfach aus? Was? Muss schon ins System finden, sonst wird weiter fleißig Geld abgebucht. Ja, aber ich als VP finde, dass die Kündigungsmail einfach ausreicht. Nee, Finn, jetzt lass das mal mit diesem VP. Nee, lass mich mal machen. Nein, ich als Vice President verkünde hiermit, dass du, Detlef, von mir persönlich gekündigt wurdest. Finn, Vice President bedeutet nichts. Um solche Sachen kümmert sich der Chef hier persönlich. So, ich guck eben ins System. Ah ja, da haben wir's doch. Ja, nee, sie haben das alles fristgerecht gemacht. Sie sind, das passt. Also bin ich gekündigt. Endlich! Mann. Nur deswegen bin ich hierher gefahren. Weil ins Telefon geht ja keiner. Extra mit dem Bus aus Gründelsheim. Das zweite Mal schon. Zweimal. Gut, war gut. Gut gemacht. Was? Vice President bedeutet also nichts. Hm? Komm her. Egal, was du tust, Skeptiker wird es immer geben. Das Wichtige ist, niemals aufgeben, egal wie steinig der Weg ist. Wenn du der Einzige bist, der gegen den Strom schwimmt, dann werden die Leute immer sagen, hey, der ist doch verrückt, das ist ein Geisterfahrer. Aber ich bin nicht verrückt.
Ich bin nur anders als alle anderen. Ich bin Theo anders. Manu, darf ich dir jemanden vorstellen? Das ist die Gisela und das ist die... Ganz falsch. Jutta. Das ist die Jutta. Genau. Ich bin die das Gisela. Ist die Gisela. Hallo. Und meine Schwester ist ein riesengroßer Fan von Theo. Na, denkst du immer noch, dass ich keine Leute ziehe? Okay, 1-0 für dich. So schön, dass ihr da seid. Freund Welches uns. Abo käme denn für euch in Frage? Abo? Wir haben das. Ach so, nee, das ist nichts für uns. Das kann sich ja jederzeit ändern. Also, man kann immer mit Sport anfangen. Bin doch nicht bekloppt und setz mich auf so ein Folterinstrument. Freiwillig. Okay, ich korrigiere 1-0 für mich. Jutta, du willst aber schon... Meine Schwester schon mal gar nicht. Die hat Hüfte. Nie ins Schwitzen kommen. Das ist unser Lebensmotto, ne, Jutta? Genau. Und damit kommen wir gut klar. Ich korrigiere 2-0 für mich. Probetraining? Lieber ein Selfie. Leute, wäre mein Problem. Was denn? Der Woodburger ist wieder da. Und will den Chef sprechen. Ich mach das mal. Ich komme mit. Mach du mal dein Selfie. Geht auch ganz schnell. Ihr müsst die Kamera wechseln. Oh ja. Entschuldigung. Ich mach das, ne? Ja. Jetzt hat sich mein Scheiß-Abo doch verlängert. Um 2 Jahre. Psychoterror ist das. Psychoterror. Ich schaue mir das mal an. Hast du denn eine Bestätigungsmail erhalten? Wenn ich noch einmal das Wort Bestätigungsmail höre. Hier, und der Kerl, der hat gesagt, alles ist gut. Der Kerl hat leider keine Ahnung. Was? Oh, tut mir leid, das System hat die Kündigung gar nicht erfasst. Das kann ja wohl nicht angehen. Ja, und jetzt? Jetzt freuen Sie sich doch vielleicht einfach mal, dass Sie weiter Teil der Perle-Familie sein dürfen. Sie sehen auch so aus, als ob Ihnen Sport gut tun würde. So, jetzt reicht's.